Yo Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier wieder euer Olli für euch am Start mit Let's Play Metroid Prime Part 32. Yo! 32 Parts sind so cool, Mann. Wir sind hier wieder in den Fessenminen. Und die Typen sind jetzt hoffentlich nicht mehr da, nein. Okay, wir sind in den Fessenminen und haben im letzten Part unsere neuen Möglichkeiten oder in den letzten Parts unsere neuen Möglichkeiten, neue Räume zu betreten, ein wenig ausgenutzt. Sprich also Powerbombe, Plasmabeam und so weiter und so fort. Oh Gott. Moment. Da muss ich mal ein bisschen, ne? Mal ein bisschen Gas geben. Und haben unter anderem einen Energietank gefunden in Fedrana und wollten uns eigentlich auch gleich noch einen schnappen in den Fessenminen, aber dieser wurde durch eine Barriere blockiert, also sprich, das Spiel sagt, nö, das ist zu leicht, Oliver Olli, finde einen Umweg. Kann ich die eigentlich irgendwie deaktivieren? Nee. Gut, und ich habe kaum noch Missiles, weil ich die ganze Zeit meine Super-Missiles eingesetzt habe. Oh Gott. Hier waren auch noch ein paar. Hier waren auch noch ein paar Gegner, aber ich brauche echt dringend Kisten. Oder zur Abwechslung möchte ich mal das mit Missiles fallen lassen. Hier sind Metroids oder. Ja, geil. Einfach mal auf Stromausfall wieder. Cool, das mag ich so gerne. Der ist tot. Metroid sind so cool, Mann. Nicht. Zack. Zack. Okay. Aua. So, nee, man sieht nichts mehr. Das ist toll. Ich scanne das mal. Jegliche Funktionsstörung des Kraftfelds ist umgehend des Einsatzkommandos zu melden. Das Kraftfeld darf nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Kommandos reaktiviert werden. Okay, super. Nee, aber das ist. Boah, Gott, sind da viele Metroids, ey. Die sind jetzt alle irgendwie free, weil wir hier so viel Trouble gemacht haben. Ob das jetzt gut ist, also für uns bestimmt nicht, aber für die Piraten glaube ich auch nicht. Sonst würden sie ja nicht gefangen halten, wenn sie gut wären. Zu ihnen. Wir sind nicht gut zu ihnen, wir sind böse. Mein Gott. Manche Metroid-Fans oder welche, die sich ein bisschen auskennen, werden sich natürlich wundern, warum können diese Metroids eigentlich einfach so zerstört werden und nicht so wie im ersten bzw. zweiten Teil. Also okay, das heißt zweiter Teil, das war ja eigentlich nur ein Remake. So, hier sind übrigens die Plattformen, von denen ich den letzten Parts gesprochen habe. So geht's nicht. Die kann ich jetzt mit dem Echo-Visor sehen. Gut. Also manche werden sich fragen, warum kann man diese jetzt eigentlich mit dem Eis Beam zerstören. Das liegt lediglich daran, dass diese ja genmanipuliert worden. Oh, das war klar. Wie bewegen die sich jetzt? Oder gar nicht? Ja, das war klar. Das war echt klar. Ich habe gerade überhaupt nichts geschnallt, tut mir leid. Dieser Echo-Visor ist echt nicht der übersichtlichste. Okay, genau. Und das müsste eigentlich daran liegen, dass diese dann eben nicht so wirklich übersichtlich sind. Ey Quatsch, dass diese kein Original. Zähles Metroids sind, sondern eben genmanipuliert und dadurch eben auch wahrscheinlich Codierungsfehler in sich tragen und dadurch eben verschiedene Fähigkeiten haben, aber manche auch verlieren. Boah, ist das eklig hier drin. Ich hoffe, das. Aber die kann ich jetzt zum Glück auch so sehen. Ja, das war klar. Moment. Bitches. Kein Bock auf euch. Sorry, kein Bock auf deine Story. Oh, das geht aber noch eine Weile lang so. Okay, jetzt bin ich hier. Nee, oder da komme ich doch her, oder? Yep, da komme ich her. Super. Gut, Olli. So, dann gehe ich jetzt hier weiter. Falscher Kreisor. Direkt über mir ist eine Plattform. Schön. Gut, wir gehen auf diesen Pilz. Da müssen wir irgendwie dahin. Zack. Und da oben sehe ich ein. Das war schlecht. Das war schlecht. So, dann wieder darauf. Da sehe ich eine Kiste. Moment. Mein normaler Visor. Da muss ich also irgendwie da vorne hin. Okay, da vorne komme ich hin durch diese Plattform hier. Und das müsste eigentlich klappen. Jupp, sehr schön. Und jetzt muss ich nur noch da oben hin. Oh ey, also das ist aber auch nicht schlecht, was sie sich da ausgedacht haben. So, dann dahin. Hier loslassen und jetzt bin ich in einem neuen Areal.
Jetzt wird's witzig, Leute. Ich habe schon ganz schön Kribbeln im Bauch. Wahrscheinlich, weil ich Hunger habe. Ach, das sind wieder so Gräber. Ja, ich denke schon. Ja. Warum sind die denn gerade hier? Im tiefsten der Tiefen. Okay, weil wir im tiefsten der Tiefen sind wahrscheinlich. Mensch, Mensch, diese Welt von Piraten. Alles voller Ungeziefer. Sollten wir sauber machen. Dann hier. Okay. Zutzen zum Fessenminen. Was stand da? Ebene 3. Genehmigt bitte Hologramm berühren. Okay. Ja, alles klar. Ebene 3, Leute. Ebene 3. Und wir sehen jetzt auch hier den Krater. Wir sehen auch hier den Einschlagskrater, glaube ich. Also sprich, da, wo das Felsen am konzentriertesten ist. Das wird geil. Ich habe gar keine Laune. Was kommt denn da jetzt? Ja, mal gucken. Okay. Ich höre schon Weltraumpiraten. Wunderbar. Das ist ein Powerbeam-Spasti. Nee, das ist ein ganz normaler Spasti. Ein ganz normaler Typ, der da aber mal so rumpatrouilliert ist und uns zufällig dann schon gehört hat, ohne uns zu sehen, einfach um uns geschossen hat, dann erst schießen, dann Fragen stellen. Hier unten ist überall... Ich höre ein Missile oder ein Energietank, eins von beiden. Ich glaube, ja, ich höre einen, aber ich habe jetzt gerade keine Lust, da rumzusuchen, weil sonst verseuche ich mich genau wie jetzt. Verdammt nochmal! Oh, ey, ist das nervig, wenn man da dauernd reinfällt, weil man einfach nicht genug Spring-Skills hat, so wie ich. So, okay. Ich habe nur kurz auf die Zeit geguckt. Ein neuer Eintrag wurde in die Datenbank des Bereichs Typisierung vorgenommen. Typus Jäger-Metroid. Daran erinnere ich mich gar nicht mehr. Aber wie gesagt, also so weit war ich auch nur einmal. Und das ist jetzt schon fast 10 Jahre her. Also, nee, sagen wir mal 9 Jahre. Entwickelter Talent Metroid Gefahr durch energieentziehende Tentakel. Im Laufe ihrer Entwicklung werden die zu immer effizienteren Räubern einen Tentakelstrahl, welcher der Energieaufnahme dient, erlaubt ihnen diesen Stahl um einen Angriff aus der Entfernung. Die leicht reizbaren Jäger-Metroids stürzen sich auf ihre Beute und rammen sie so lange, bis ihre Angriffe erliegen. Auch bei diesem Metroid-Art zeigt der Einsatz von niedertemperierten Waffentechnik die beste Resultate. Okay. Das heißt also, schön, ich bin sicher, dass es so geht, ich nicht so gleiche Farbe besser, nee, es ging, okay, da sehe ich schon, ah, Missiles, sehr gut, wieder 20 Missiles am Start, das sind also, nee, 19, das heißt, das sind 13 Super-Missile-Einsätze, die werde ich mir schön aufsparen. Oh Gott, da ist irgendwo noch ein Metroid da oben gewesen. Ach, ja, ja. Gott, Alter. Was zum Teufel? Nee, ganz ehrlich, Leute, daran erinnere ich mich nicht mehr. Aber was die wieder aushalten, ey. Wieder keine einzige Kuhhaut der Welt. Muss schon nervig sein, wenn man die ganze Zeit eingefroren wird. Und sich nicht mehr bewegen kann. Dauerstun für dich, Bitch. Das hat geklappt. Also der Scan sagt, mit temperierte Waffen. Es dauert zwar ein bisschen, aber... Oh, da oben ist so ein kleiner Fluffel. So ein kleiner Grapple-Beam-Fluffel. Wie süß. Also Leute, zumindest sind wir jetzt wirklich im verseuchtesten Gebiet auf ganz Talent 4. Oder in eigentlich schon so die Ebene. Also von wegen der Welt her, auf jeden Fall der Bereich ist sehr Talent. Ganz fest und verseucht. Wo bin ich denn jetzt gerade? Wo bin ich jetzt eigentlich gerade? Hallo? Du Arschloch? Ich muss auf eine... Oh Gott. Gott, ey, sind diese Zwischengegner hart. Halt mal dein Maul. Okay, der ist tot. Okay, was jetzt, was jetzt, was jetzt? Da oben, der Schlüssel, ja, hab ich wahrscheinlich vergessen. Wo bin ich? Ich muss nach rechts oben. Ach du mein großer Gott. Wo ist denn dieser Fluffel hin? Oder bin ich jetzt wieder zurückgelaufen? Also zumindest scheint es alle Jäger-Metroids gewesen zu sein. Ich glaube, ich muss ein bisschen hier auf diesen... So, gehe ich mal einfach mal wieder ganz zurück, ne? Klar. Ich glaube, ich muss hier ein bisschen auf den Pilzen rum jonglieren. Jonglieren. Tanzen. Der Pilztanz nennt man das auch. Das sind alles Fessenpilze, so wie ich das hier mitbekommen habe.
Genau. Ah, das war sogar richtig. Mensch, bin ich wieder schlau heute. Gott, bin ich schlau. Ah, okay. So, und jetzt da oben links. Da komme ich wahrscheinlich so nicht rüber. Dafür brauche ich wahrscheinlich einen Fluffel hier. Genau. Und jetzt. Njong. Wunderbar, schön gemeistert. Und weiter geht's. Was ist hier? Hier ist gar nichts. Hier ist wahrscheinlich wieder Powerbombe gefragt. Benzidium, jupp. Powerbombe. Sehr gut. Hier höre ich wieder was. Ja, das könnte gut sein, dass hier was ist. Hier müsste ich aber auch mal genauer gucken. Moment. Was ist hier? Ach so, alles klar. Okay, hier muss ich wahrscheinlich oben lang, dass ich nicht ganz so viel... Dankeschön. Ja, ich kann es mir schon vorstellen, wo es ist. Moment. Halt! Das mache ich. Moment. Zack und zack. Okay. Ich frage mich jetzt gerade echt nur, wo dieser Mitteltank ist. Moment, ich kann nach rechts noch runter. Oh, das lasse ich aber, glaube ich. Oh, alles voller. Alles voll von Fässern. Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit. Warum ist hier wieder alles dunkel? Verdammt nochmal. Das sind ganz normale Metroids, so wie ich denke. Lass mal wie ein tu deinen Job. Geht doch. Sehr schön. Also das scheint mir sehr, sehr kraftvoll zu sein, dieser Beam. Ja, genau. Super Samus. Lass dich bitte nicht treffen von dem, oh mein Gott. Schön. Putz, 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 putz. Komm, hast du mich gemerkt? Komm her, Mann. Mein süßes kleines Schwabbelding. Aber ey, also diese Metroids. Also wenn man überlegt, das ist einfach eigentlich hier, zumindest in diesem Spiel, eigentlich nur Zwischengegner sind. Ich meine, aber ich könnte was spoilern. Ich könnte was spoilern, aber ich sag's nicht. Also Metroids, ich kann nur sagen, soll ich mal einen Tipp geben? Es gibt Teile, da wird man sehen, was Metroids eigentlich wirklich drauf haben. Also das sind jetzt zwar schon Metroids, aber wie wir schon gesehen haben, es gibt auch Jäger-Metroids. Es gibt auch ganz andere Metroids. Die kommen in ganz in anderen Teilen noch vor. Sieht man die noch auf eine ganz andere Art. Die sind auf jeden Fall sehr angsteinflößend. Und das sieht mal schwer nach dem Speicherplatz aus, deswegen will ich da jetzt auch hin. Da brauche ich wahrscheinlich den Schüttelschwamm da oben. Wahrscheinlich. Das war falsch. Das war leider sehr falsch. Moment, Moment. Ah ja, bleib stehen. Boah, das war fast zu früh. Sehr gut. Okay, bitte sag, dass es ein Speicherplatz ist. Bitte sag, dass es ein Speicherplatz ist. Bitte sag, dass es ein Speicherplatz ist. Sehr schön. Ah, nein, doch nicht. Das ist... Ah, toll. Ist es gar nicht. Das ist eine Missile-Aufwertung oder sowas. Raketenvollständig hergestellt, ja. Es ist auch cool. Also eine Raketen-Aufladestation, wofür das auch die Weltraumpiraten immer brauchen sollten. Um ihre eigenen Metroids zu töten, die sie eigentlich züchten. Keine Ahnung. Ah, wie viel haben wir? Ja, geht noch ein bisschen was. Ich habe jetzt gerade echt keinen Bock, den Part zu beenden, weil es einfach echt spannend ist, was hier noch alles auf uns zukommen wird. Okay, hier haben wir den Raum. Wir müssen jetzt nach da, nach links. Deswegen schnapp ich mir diesen Gesellen einfach mal. Und landen wir auf den Pilz. Ach, gut, sogar geschafft. Mann, bin ich heute wieder gut. So. Und hier mal wieder ein. Jetzt. Unsichtbare von denen auch noch. Oh, die haben schon so gestresst. Die auf einen zukommt. Kenn ich gar nicht, kenn ich das. Aber warum sind die plötzlich unsichtbar? Wahrscheinlich auch wegen diesen ganzen Fässen. Also ey, was das für ein Zeug ist. Wahrscheinlich auch wegen Experimenten oder sowas. Was ist Weltraumpiraten hier? Spielen vor den Gott, Mann. Oh Gott. Spielen den Gott, oh Gott. Boom. Okay, das war's schon mit dir.
Das ist alles, was du drauf hast, hä? Oh, kannst du das gegen mich machen, weil ich so schnell ausweiche, Bitch? Okay. Oh, da hinten, die mache ich gleich vom Weiten fertig. Oh, die können mich auch vom Weiten fertig machen, ja. Gut, ja, der ist schon hin. Also Plasma-Beam ist echt ein geiler Beam, muss ich echt sagen. Der haut ja so rein und auch dieser Wendschaden scheint echt auch einiges auszumachen. Ich wollte nicht gegen mich kämpfen. Ist hier wieder irgendwas an unsichtbaren Plattformen? Nein, da muss ich auf jeden Fall mit dem Spider-Ball drüber. Das mache ich, den Arrow mache ich jetzt noch und dabei endlich auch schön brav den Part, Leute, dass es auch nicht so lang geht. Aber wie ein Könner, wie ich hier durchjumpe, ne? Nee, aber man könnte wirklich sagen, bis jetzt, ab jetzt ist es blind. Ich, also semi-blind. Also, man kann echt nicht sagen, dass es blind ist. Es ist zwar wirklich lange her, wirklich lange her. Aber ich habe das Spiel schon gespielt und so viel ich verstanden habe, ist blind. Ich habe schon mal gespielt. Das heißt noch lange nicht. Kraftfeld mal deaktiviert, zu dritt gestartet. Hallo. Das heißt noch lange nicht, dass ich dieses Spiel auswendig kann. Also bis zu einem gewissen Grad, ich musste sagen, bis zu den Eiswüsten von Fendrana, bis zum ersten Mal durchschreiten, wusste ich es praktisch auswendig. Weil bis dahin hatte ich schon ein paar Mal gespielt. Aber so weit war ich wirklich nur einmal und das ist, da war ich 14. Also so alt wie manche jetzt von euch wahrscheinlich. Okay, was ist mit dir falsch? Ist echt toll, muss ich echt sagen. Auch die Gegner, also sie werden nicht langweilig. Ich höre schon wieder irgendwie einen Tank, Alter. Also ich muss hier auf jeden Fall nochmal ein bisschen durchkramen. Was haben wir hier? Auswertung der Daten lässt vermuten, dass die Lebensdauer des Omega-Piraten bedenklich gering ausfällt. Die Omega-Piraten. Oh Gott. Ich weiß, wer der Omega-Pirat ist, Bitch. Ich weiß es. Und der ist scheiße. Dosen bei der fesselnden Strahlung riefen allen Testobjekten einen einen beschleunigten Zellverfall aus. Keines der Objekte erreichte in unserem Simulationsmodell den dritten Deka-Zyklus. Eine verlängerte Lebensdauer ist unabdingbar, um eine akzeptable Koeffizienten zu erreichen. Da gibt es jetzt immer noch mehr. Was haben wir hier? Ein neuer Eindruck. Ah, von Piraten. Neuer Scan. Okay, zeige ich euch im nächsten Part. Das zeige ich euch auch noch im nächsten Part. Also das möchte ich eigentlich gerne wissen, wo dieser Missile Tank bzw. Energietank ist. Das ist wahrscheinlich dahinter, oder? Die sind echt gut versteckt, man hört sie meistens nur. Ah, vielleicht in so einem Container. Der ist doch bestimmt in so einem Container drin, oder? Der ist bestimmt da drin, oder? Oder da drunter? Ist da irgendwas? Ah, machen wir einfach mal eine, komm. Nö, das hat nichts gebracht. Okay, Leute, also ich würde sagen, wir fangen... Oh, halt mal, das sieht mir nach einem Speicherplatz aus. Das muss jetzt einer sein. Das wäre perfekt. Perfekt zum Abschluss des Parts. Komm, das muss auch mal wieder einer sein. Seid mal fair, Leute. Ja, sehr schön. Wunderbar. Ach, wunderbar. Also besser kann es gleich noch rauchen. Sehr schön. Aber ich glaube, das hat auch einen Sinn, warum da einer ist. Glaubt mir. Okay, Leute, das war's mit Let's Play Metro Prime, Part 32 mit dem Oli von den Aufregers. Ich hoffe, ihr seid weiterhin dabei, weil jetzt wird's geil. Also jetzt wird's allmählich wirklich sehr gut. Ich habe ein Plasma-Beam-T-Shirt, auch gleiche Farbe. Es wird geil. Bleibt dabei, jetzt wird's spannend. Bis dahin. Ciao, euer Oli von den Aufregers. Bye-bye.